Dann möchte ich Sie auch alle ganz herzlich zu meinem Praxisimpuls hier begrüßen. Mein Name ist Stefan Schlang. Ich bin Fachreferent der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-Westfalen und leite hier ein Projekt zur Prävention islamistischer Radikalisierung, das ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Dieses Projekt. Moment, ich muss jetzt hier weiterklicken. Das so. Dieses Projekt wird gefördert von der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus in der Landeszentrale für politische Bildung, die wiederum im Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen angesiedelt ist. Die Anfänge des Projektes gehen zurück auf das Jahr 2015, als die Öffentlichkeit, aber auch die Politik beunruhigt war, weil verhältnismäßig große Anzahl junger Menschen in den Nahen Osten ausgereist sind, um sich dort an den kriegerischen Auseinandersetzungen des sogenannten Islamischen Staats zu beteiligen. Auf diese Weise wurde deutlich, dass sich auch in Deutschland eine jugendliche Subkultur gebildet hatte, in der religiös begründete extremistische Einstellungen vorherrschten. Es war also schon damals klar, dass sich diese Herausforderung für Staat und Gesellschaft nicht mit dem Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen auflösen würden, so dass eine nachhaltige Reaktion erforderlich war. Aus diesem Grund wurde im Herbst 2015 das Projekt Plan P ins Leben gerufen, damals noch mit dem Untertitel Jugend stark machen gegen salafistische Radikalisierung und zunächst auch gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Seit 2020 befindet sich das Projekt nun in der schon genannten Landesförderung. Ziel des Projektes ist es, die primäre Prävention islamistischer Radikalisierung langfristig in den Strukturen der Jugendhilfe zu verankern, um auf diese Weise Nachhaltigkeit zu erzielen. Als Träger des Projektes wurde die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-Westfalen ausgewählt, weil sie seit vielen Jahren über gute und belastbare Arbeitsbeziehungen, vor allem in die öffentliche Jugendhilfe, aber auch zu vielen freien Trägern unterhält. Vorrangige Zielgruppe des Projektes waren und sind daher die Fachkräfte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes in den Jugendämtern. Da sich dann aber sehr bald herausstellte, dass die KollegInnen in den Jugendämtern häufig nur über begrenzte Ressourcen verfügen, um diesen Arbeitsbereich abzudecken, haben wir die Zielgruppe erweitert und auch andere Fachkräfte der Jugendhilfe angesprochen. Und seit 2018 sprechen wir auch explizit SchulsozialarbeiterInnen an. Das Leitziel des Projektes ist die Schaffung eines landesweiten Kompetenz- und Beratungsnetzwerks im Rahmen der Regelstrukturen der Jugendhilfe. Das heißt, im Idealfall sollen in allen Kommunen bzw. Jugendamtsbezirken des Landes Jugendhilfefachkräfte als zentrale Ansprechpersonen qualifiziert sein, die in der Lage sind, beratend zu Fragen der Prävention islamistischer Radikalisierung tätig zu werden und auch bei Bedarf an geeignete Partner weiter zu vermitteln. Dazu müssen vor Ort Netzwerk- und Kooperationsstrukturen aufgebaut werden, in denen relevante AkteurInnen innerhalb und außerhalb der Jugendhilfe zusammenarbeiten. Adressaten der Beratung können die KollegInnen innerhalb der eigenen Behörde, aber auch in anderen Bereichen der kommunalen Verwaltung, in der Jugendhilfe, aber auch in Schulen und es können auch weitere zivilgesellschaftliche AkteurInnen Ziel der Beratung sein. Ziel ist es, auf diese Weise präventive Angebote und Strukturen vor Ort zu schaffen, die langfristig Bestand haben. Zur Umsetzung dieses Ziels führt das Projektteam sechstägige Weiterbildungsreihen für Fachkräfte durch, die dann im Anschluss an die Weiterbildung die Funktion einer zentralen Ansprechperson in ihrer jeweiligen Kommune übernehmen sollen. An
Mittlerweile 11 Weiterbildungsreihen seit 2016 haben insgesamt knapp über 200 Fachkräfte teilgenommen. Von denen sind aktuell etwa 170 am Netzwerk beteiligt. Die Weiterbildung besteht aus drei zweitägigen Modulen, die unter den Überschriften Erkennen, Verstehen und Handeln stehen und im Abstand von wenigen Wochen, in der Regel innerhalb von 2 Monaten, durchgeführt werden. In Modul 1 Erkennen wird den Teilnehmenden zunächst Grundlagenwissen zum Islam vermittelt. Das wurde ausdrücklich auch von vielen Fachkräften nochmal gewünscht. Vor allen Dingen solchen, die nicht selbst muslimischen Glaubens sind oder einen muslimischen Hintergrund haben. Darüber hinaus erhalten sie Einblicke in die Lebenswelten muslimischer Jugendlicher in der deutschen Gesellschaft. Anschließend geht es um Begrifflichkeiten, um Islamismus, um Salafismus, ihre Bedeutung und ihre Abgrenzung gegeneinander und gegenüber anderen Begriffen wie Extremismus, Fundamentalismus oder auch Wahhabismus. Wichtig ist es uns, den Fachkräften zu vermitteln, dass diese Begriffe keine homogenen Gruppierungen bezeichnen, dass da die Grenzen dann manchmal auch schwimmend sind. Die Kenntnisse der Unterschiede zwischen den verschiedenen salafistischen Strömungen zum Beispiel, also zwischen Puristen, politischen Salafisten und Dschihadisten und den unterschiedlichen damit verbundenen Konfliktpotenzialen ist notwendig, um in konkreten Situationen erkennen zu können, was problematisch ist oder gar gefährlich und was lediglich frommes Verhalten ist, das von Artikel 4 des Grundgesetzes gedeckt ist. Oder was möglicherweise auch eigentlich normales, jugendliches, rebellisches Verhalten sein kann. Auch das muss voneinander von radikalen und problematischen Verhaltensweisen getrennt werden. In Modul 2 geht es dann konkret um problematische Aspekte der islamistischen Szenen. Hier erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über Gruppen, über Netzwerke, über bekannte Persönlichkeiten, aber auch über szenetypische Sprache und Symbolik sowie über die Anwerbe- und Rekrutierungsmethoden, die angewandt werden, Straßenmission, das im Moment relativ wenig, aber auch Gefangenenhilfe, Hilfsorganisationen, die den Zweck haben, Leute zu werben, Seminare, auch die Funktion von Musik und vor allen Dingen natürlich die digitalen Ansprachen im Internet und in den sozialen Medien. Thematisiert werden Ursachen für Radikalisierung, Attraktivitätsmomente salafistischer und islamistischer Angebote, Radikalisierungsverläufe, aber auch Interventionsmöglichkeiten. In Modul 3 Handeln schließlich geht es um praktische präventive Maßnahmen. Wir stellen dort Präventionsmaterialien vor und konkrete Projekte. Hierzu werden auch Mitarbeitende aus verschiedenen Projekten eingeladen, die von ihrer jeweiligen Arbeit berichten. Thematisiert werden auch mögliche Fallstricke der Präventionsarbeit in diesem Feld. Zum Beispiel werden mögliche Fallstricke der Präventionsarbeit zum Beispiel bei geplanten Kooperationen mit Moscheegemeinden und anderen muslimischen Organisationen. Außerdem reflektieren die Teilnehmenden ihre Rolle der zentralen Ansprechperson, entwickeln eigene Konzepte und Projekte und stellen sie gegebenenfalls auch vor. Die Inhalte der Weiterbildungsreihe werden vom Projektteam laufend aktualisiert. Es werden Fragen und Bedarfe der Teilnehmenden aufgegriffen, soweit wie möglich dann auch berücksichtigt, noch im Rahmen der Weiterbildung. Bei allem geht es aber weniger um inhaltliche Tiefe im wissenschaftlichen Sinne, sondern darum, die Fachkräfte für die besondere Problematik zu sensibilisieren
und vor allen Dingen ihnen Handlungssicherheit zu vermitteln. Denn in der Regel verfügen sie durch Ausbildung und berufliche Praxis über die notwendigen Kompetenzen, um in der Primärprävention tätig werden zu können. Vielfach haben sie auch schon Erfahrungen in anderen Problemfeldern, zum Beispiel Rechtsextremismus gemacht. Einiges davon, sicherlich nicht alles, lässt sich auch auf das Feld der Prävention islamistischer Radikalisierung übertragen. Die in der Weiterbildung vermittelten Kenntnisse sollen bei diesem Transfer behilflich sein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der kollegiale Austausch. Dazu dienen die halbjährlichen Netzwerktreffen, zu denen alle Absolventinnen der bisherigen Weiterbildungsreihen eingeladen werden. Diese Netzwerktreffen fanden in den ersten Jahren des Projektes ausschließlich in Präsenz statt, und zwar hier in Köln. Um die Treffen in Zeiten der Corona-Pandemie nicht ausfallen lassen zu müssen, sind wir dann auch dazu übergegangen, sie in digitaler Form durchzuführen, was sicherlich für Netzwerkarbeit nicht die optimale Möglichkeit ist, aber es ist besser als gar nichts. Andererseits haben uns die Teilnehmenden auch signalisiert, dass angesichts der Größe von Nordrhein-Westfalen es auch manchmal schwierig ist, zu einem Netzwerktreffen überhaupt für einen Tag nach Köln zu kommen, und haben es dann auch begrüßt, diese Treffen in digitaler Form mitmachen zu können. Die Netzwerktreffen haben neben dem Austausch in der Regel noch einen thematischen Schwerpunkt, durch den die Inhalte der Weiterbildung vertieft und erweitert werden. Und dafür haben wir in der Regel auch externe ReferentInnen gewinnen können. Behandelte Themen sind zum Beispiel das Aufwachsen in salafistischen Familien, die besondere Situation von jungen Geflüchteten, die Abgrenzung zwischen theologischen und sozialarbeiterischen Zugängen in der Präventionsarbeit, zur Psychologie der Radikalisierung, die Rolle von Antisemitismus in diesem Problemfeld, die Frage von RückkehrerInnen, und beim nächsten Treffen werden wir das Thema Online-Streetwork behandeln. Über die Netzwerktreffen hinaus werden die Fachkräfte durch 3 bis 4 Newsletter im Jahr über neue Entwicklungen, über Projekte, Literatur etc. informiert. Außerdem haben wir seit dem letzten Jahr ein Format eingeführt, das nennen wir Plan P kurz notiert. Das ist ein Kurzinformationsdienst, mit dem die Fachkräfte über kurzfristige Veranstaltungen informiert werden. Durch Newsletter und Informationsdienste ist gewährleistet, dass die Fachkräfte also auch nach der Weiterbildung über einen aktuellen Wissensstand verfügen. Zur Intensivierung des Austausches und bei Bedarf auch zur Verteilung der Aufgabe der zentralen Ansprechperson auf mehrere Schultern haben wir die WeiterbildungsteilnehmerInnen dazu angeregt, auch auf regionaler Ebene sich zu vernetzen. Verschiedene Netzwerkvernetzungsprozesse haben bereits auch 2018 und 2019 begonnen, wurden dann allerdings auch pandemiebedingt behindert, sodass sich da nicht so sehr viel hat tun können. Um diese Prozesse wieder zu beleben und auch in anderen Regionen anzustoßen, haben wir in diesem Jahr ein neues Format aufgesetzt. Das nennen wir Plan P Regional. Dabei handelt es sich um ein 2-tägiges Veranstaltungsformat. Die beiden Tage müssen nicht zwangsläufig aufeinander folgen, aber sie sollten doch in zeitlicher Nähe sein. Das erste der beiden Treffen führen wir in digitaler Form durch, um auch zeitliche Ressourcen zu sparen. Teilnehmen sollen die Absolventinnen der Weiterbildung aus der jeweiligen Region, aber auch Fachkräfte aus verwandten Arbeits- und Handlungsfeldern, mit denen eine Vernetzung vielleicht bereits besteht
oder die wünschenswert wäre und die auch angestrebt wird. Zum Beispiel mit den Fachkräften aus dem Landesprogramm Wegweiser, aus dem schulpsychologischen Dienst oder auch mit den Respect-Coaches der Jugendmigrationsdienste. Das erste Treffen, wie gesagt, findet digital statt und dient dem Kennenlernen, dem Erfahrungsaustausch und einer Bedarfsabfrage. Und am zweiten Tag, das dann in Präsenz vor Ort durchgeführt wird, soll die Vernetzung vertieft und die Möglichkeiten der weiteren Kooperation ausgelotet werden. Dazu gibt es einen inhaltlichen Input, vor allem zum Themenfeld Radikalisierung und digitale Medien, zum Beispiel Verschwörungsideologien, Hate Speech, Fake News, digitale Ansprachen von Islamisten im Netz etc. Dazu soll es dann auch Hilfestellungen zum Umgang damit geben. Methoden, Gegennarrative werden vorgestellt, bestehende Projekte und Materialien. Ein zweites Veranstaltungsformat, das wir in diesem Jahr neu aufgesetzt haben, ist Plan P Digital. Dabei handelt es sich um Online-Seminare, die viermal im Jahr angeboten werden und wovon auch eins bereits erfolgreich durchgeführt wurde. Anders als bei anderen Plan P-Veranstaltungen wird hierbei eine über das Plan P-Netzwerk hinausgehende Zielgruppe angesprochen. Auf diese Weise sollen weitere Fachkräfte für das Problemfeld islamistische Radikalisierung sensibilisiert werden und im Idealfall für die Weiterbildung und das Netzwerk gewonnen werden. Insbesondere aus Kommunen und Jugendamtsbezirken, die bisher nicht im Plan P-Netzwerk vertreten sind, da gibt es einige Regionen, wo wir noch nicht so viele Teilnehmende hatten. Wie bereits erwähnt, hat sich der Untertitel des Projektes zu Beginn dieses Jahres geändert von Jugend stark machen gegen salafistische Radikalisierung zu Jugend stark machen gegen islamistische Radikalisierung. Diese Änderung ist der Tatsache geschuldet, dass sich die islamistisch-salafistische Szene geändert hat und die Unterschiede häufig nur sehr, sehr schwer erkennbar sind. Es treten jetzt Gruppierungen, vor allem online in Erscheinung, die nicht unbedingt als salafistisch zu bezeichnen sind, die aber nicht weniger konflikthaft und problematisch sind. Deswegen ist aus präventiver Sicht diese Unterscheidung etwas schwierig zu machen und der Fokus besser auf islamistisch als auf das engere salafistisch zu setzen. Und wie auch schon angemerkt, bringen die Fachkräfte auch häufig Erfahrungen und Kenntnisse zu anderen Formen von Extremismus und Radikalisierung mit und bringen sie auch in unseren Veranstaltungen zur Sprache. Auf diese Art und Weise entsteht jetzt nach und nach ein landesweites Netzwerk zu einer universellen Radikalisierungsprävention, mit der in Artikel 1 SGB 8 verankerten Zielsetzung jungen Menschen zur Verwirklichung einer selbstbestimmten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu verhelfen. Und damit bin ich jetzt auch am Ende, auch es ist 12 Uhr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.